Polizist Andreas Friedrichs aus Berlin soll einen Demonstranten ohne Grund niedergeschlagen haben. Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt, dass der Beamte bei der Festnahme des Hausbesetzers hart durchgreift. Dass er zuvor heftig provoziert wurde, zeigt es jedoch nicht. Nun wartet auf Floristan Gödings Mandanten nicht nur ein Disziplinarverfahren, sondern er wurde auch noch vom Dienst suspendiert. Und genau das muss der zweifache Familienvater nun seiner Frau beibringen. Hallo, Schatz. Hi, Schatz. Was machst du denn schon hier? Tja. Warum bist du nicht auf der Wache? Tja, die haben mich von der Arbeit nach Hause geschickt. Wie bitte? Warum? Tja, was soll ich sagen? Mein Kollege Rüdiger Löhr hat behauptet, dass ich gesagt haben soll vor dem Einsatz, dass ich erstmal einen von diesen Hausbesetzern richtig aufmischen will. Als wenn ich sowas sagen würde. Sag mal, ist der bekloppt oder warum behauptet der sowas von dir? Tja, anscheinend. Ich weiß es auch nicht. Aber es muss der Anwalt sein. Ich habe ihm gleich Bescheid gegeben. Okay. Hallo, Herr Friedrichs. Grüß Sie. Schön, dass es geklappt ja, hat. Ja, gerne. Für dich. So. Ja, kommen Sie mit durch. Ja, gerne. Ja, Sie haben es schon so ein bisschen erwähnt, es gibt schon wieder schlechte Nachrichten. Aber bevor wir über die schlechten Nachrichten reden, ich habe auch gute. Gute Nachrichten wären jetzt sehr gut. Ja? Ich brauche unbedingt etwas, was mich aufbaut. Na, das kann ich mir vorstellen. Ah, hi. Hallo, Frau Friedrichs. Hallo. Ja, und zwar ist es so, dass das Video und die ganzen Postings aus dem Netz gelöscht worden sind. Sind nicht mehr da. Das ist schon mal gut. Schatz, hast du gehört? Ehrlich? Oh, das sind ja endlich mal gute Neuigkeiten, Schatz. Ja, würde ich sagen. Wie haben Sie das denn gemacht? Ja, ich habe den Webseitenbetreiber kontaktiert und habe ihm mit Schadensersatz gedroht, wenn er die Drittinhalte nicht sofort entfernt. Und darauf hat er gehört. Das heißt, also an der Front haben wir erstmal Ruhe. Aber ich sehe schon, Ihnen brennt hier was unter den Fingernägeln. Dann erzählen Sie mal. Das kann ich Ihnen sagen. Die ganze Sache hat jetzt mittlerweile eine Eigendynamik entwickelt. Heute Morgen, als ich das Haus verlassen habe, standen 3 bis 4 von diesen Hausbesetzern vor der Tür und haben mich beleidigt und provoziert im Beisein unserer Kinder. Was? Das hast du mir überhaupt nicht erzählt. Schatz, ich wollte dich damit nicht belasten, okay? Ich bin dann gleich weiter zur Arbeit gefahren. Und von da aus haben sie mich nach Hause geschickt. Und mein Kollege Rüdiger Löhr hat dem Chef erzählt, dass ich behauptet haben soll, vor der Demo einen richtig mal aufzumischen. Und das ist natürlich eine glatte Lüge. Ich bekomme jetzt so langsam echt Schiss. Ich weiß nicht, was mein Kollege von mir möchte. Und ich weiß auch nicht, wer mir jetzt letztendlich schaden will. Ne? Tja, das ist tatsächlich mal die Frage. Also ich dachte auch die ganze Zeit, wir haben einen eindeutigen Gegner. Dass jetzt Ihr Kollege noch ins Spiel kommt, das ist schon komisch. Fällt Ihnen dann irgendein Grund ein, dass er ein Interesse haben könnte, Ihnen zu schaden? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir haben nie ein Problem miteinander gehabt. Ja, hilft ja alles nichts. Dann muss ich über den auch einfach was rausfinden. Okay. Okay. Cool. Haben Sie denn Hunger, wenn Sie schon mal da sind? Was gibt's denn Gutes? Spaghetti. Ja, das sage ich nicht nein. Ja? Okay. Ja, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Dass mein Mandant jetzt auch noch einen eigenen reinen Feind hat, das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Und auf diesen Herrn Löhr kann ich mir momentan auch absolut keinen Reim machen. Ich stelle mir allerdings schon die Frage, ob er irgendwas mit dem Vorfall an dem besetzten Haus zu tun hat oder ob er meinen Mandanten einfach nur eins reinwürgen will. Obwohl Floristan Gödings seinem Mandanten immer wieder Mut macht, wird Andreas abends von seinen negativen Gefühlen übermannt. Den Kindern zuliebe will er sich nichts anmerken lassen. Doch vor allem Tochter Eva hat längst gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Papi, wer waren die Leute, die uns heute vor'n Haus angeschrien haben? Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Die kommen nicht wieder. Und warum gehst du nicht mehr zur Arbeit? Papa hat erstmal ein bisschen Urlaub, dass ich ein bisschen Zeit mit euch verbringen kann. Dann komme ich auch mal mit zum Turnen. Aber mein Schatz, jetzt wird geschlafen. Ist spät, ja? Mhm. Leg dich hin, ja? Und schlaf schön. Bitte, bitte. Darf ich noch ein Buch lesen? Natürlich, mein Schatz. Aber nur das hier. Und nur ein paar Minuten, okay? Und dann legst du es eigenständig weg. Okay. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Schläft sie schon? Nee, sie liest noch ein bisschen. Ist noch nicht müde. Magst du ein Glas haben? Nee, danke. Mir ist echt nicht danach. Ach, Anni. Willst du wirklich die ganze Zeit Trübsal blasen? Was willst du denn von mir hören? Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Seitdem ich 6 Jahre alt bin, will ich Polizist werden. Ich habe auf dieses hier hingearbeitet. Und ich möchte ein guter Polizist sein. Aber du bist ein guter Polizist. Es ändert doch absolut nichts daran. Aber was ist, wenn alles kaputt geht? Ja, aber der Anwalt hat es doch zumindest schon geschafft, dass dieser Shitstorm endlich aufhört, Omar. Wo du es gerade sagst, da will ich mich jetzt lieber noch mal selbst von überzeugen. Ach, Andi, warum tust du dir das denn an? Ich will einfach auf Nummer sicher gehen, okay? Aber so wie es aussieht, scheint die Seite gelöscht zu sein. Ehrlich? Ach, siehst du, das ist doch schon mal was Tolles. Warte mal.
Nee, gar nichts Tolles. Guck mal, eine neue Seite, neues Video. Ich habe nur meinen Namen und das Datum der Hausbesetzung in die Suchmaschine eingegeben. Das ist alles wieder neu. Es geht wieder von vorne los. Scheiße, das gibt's doch nicht. Wann hört dieser Horror endlich auf? Oh. Weißt du was? Ich muss jetzt sofort den Anwalt anrufen. Das geht so nicht. Okay. Okay. Die wollen mich komplett fertig machen. Mein Anwalt weiß aber schon Bescheid. Der will die Seite erneut aus dem Internet löschen lassen. Außerdem will er über die IP-Adresse rausfinden, ob das die gleichen Leute sind oder irgendwelche Trittbrettfahrer. Wenn das nicht bald aufhört, kommen wir nie zur Ruhe. Noch am selben Abend hat Florestan Gödings den Homepage-Betreiber aufgefordert, das Video aus dem Netz zu nehmen. Am nächsten Morgen ist er auf dem Weg zur Wache. Der Anwalt will mit Polizist Rüdiger Löhr sprechen und herausfinden, warum er Andreas die Suspendierung eingebrockt hat. Hallo, ich bin auf der Suche nach... Ah, ich kenne Sie doch. Sie sind die Kollegin von dem Herrn Friedrichs. Ja, und Sie sind Andreas Anwalt, oder? Ganz genau. Wie geht es ihm? Ja, gut. Also den Umständen entsprechend. Und die Umstände sind jetzt nicht wirklich gut. Ja, ich weiß. Also ich kann eigentlich kaum glauben, dass Sie ihn vorläufig vom Dienst freigestellt haben. Ja, also wenn man sich mal überlegt, dass er sich nun wirklich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann ist das schon ein ziemlich hartes Ding. Ja, das ist ja das Schlimme. Ich meine, ich arbeite jetzt wirklich schon echt eine Weile mit ihm zusammen. Und ich habe noch nie erlebt, dass er grundlos Gewalt anwendet. Ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie entlasten. Aber ich meine, Sie als Anwalt, ich kann ja nicht einfach lügen und sagen, ich hätte alles mitbekommen. Das stimmt, das können Sie nicht machen, das erwartet auch keiner von Ihnen. Obwohl andere Kollegen, die nehmen es ja mit der Wahrheit jetzt nicht so ernst. Ja? Da bin ich übrigens beim Thema, ich bin auf der Suche nach einem Kollegen von Ihnen, dem Herrn Löhr. Ich glaube, der ist gerade auf Streife. Aber ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Es hat sich hier schon alles im Büro rumgesprochen, dass er wohl irgendwas damit zu tun hat, dass jetzt Andreas vorläufig freigestellt wurde. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Also ich würde sagen, es war ein ganz normales, kollegiales Verhältnis, hätte ich gedacht. Wie meinen Sie, hätten Sie gedacht? Eigentlich wollte ich mich wirklich aus der ganzen Sache raushalten. Aber naja, was soll's. Erst neulich habe ich eben erfahren, dass Rüdiger ein Gespräch zwischen unserem Chef und einem anderen hohen Tier mitbekommen hat, wohl eher belauscht, dass Andreas befördert werden soll. Oder eher sollte. Na gut, davon weiß mein Mandant nichts, aber ich glaube, die Sache ist sowieso nicht spruchreif, zumindest momentan nicht. Ja, jedenfalls hat er sich bei mir, wie soll ich jetzt sagen, eben ausgekotzt, dass er es nicht verstehen kann, dass Andreas ihm bevorzugt wird, obwohl er ja schon viel länger im Dienst ist. Gut, das sind auf jeden Fall wichtige Informationen. Ja, vielen Dank, dass Sie es mir mitgeteilt haben. Ich bin allerdings noch aus einem weiteren Grund hier, und zwar würde ich gerne Strafanzeige erstellen, und zwar gegen Unbekannt. Denn gegen den Herrn Friedrichs wird wieder im Internet mobil gemacht, der wird da wieder attackiert. Mhm. So, jetzt bin ich hier, um zu schauen, ob man das nicht irgendwie ein bisschen schneller hinkriegt. Ist denn so eine IP-Ortung beispielsweise möglich? Ja, die können wir direkt jetzt hier durchführen, wenn Sie möchten. Weil ich meine, ich stehe da ganz hinter Ihnen, weil mich wieder die Sache echt an die hier abgeht. Ja, sehr gerne, wenn es geht. Ja, dann machen wir direkt. Also diese Information ist wirklich wichtig, denn Neid könnte tatsächlich Herrn Löhrs Motiv sein, meinen Mandanten in die Pfanne zu hauen. Und wenn jetzt die IP-Ortung auch noch erfolgreich ist, dann haben wir hoffentlich die Erkenntnisse, die notwendig sind, um herauszufinden, wer den neuen Shitstorm losgetreten hat. Dank polizeilicher IP-Ortung ist schnell klar, dass das manipulierte Handyvideo in einem Internetcafé in Kreuzberg hochgeladen wurde. Rechtsanwalt Florestan Gödings vertagt kurzerhand sein Gespräch mit dem neidischen Kollegen seines Mandanten und folgt stattdessen der neuen Spur. Andreas' Partnerin Mirjam Garner begleitet ihn. Man kann das ja nicht so ganz genau kontrollieren, was hier passiert. Ich bin nur dafür da, dass ich aufpasse, dass keine illegalen Sachen runtergeladen werden oder man sich auf irgendwelchen verbotenen Seiten rumtreibt. Also ich habe gesehen, dass Sie hier eine Videokamera haben. Ja. Das heißt, der Laden wird videoüberwacht? Natürlich, alles vom Feinsten her. Aber das trifft sich doch eigentlich ganz gut, denn diese Postings, die fingen doch so um die Mittagszeit an, so vor zwei Tagen. Auf jeden Fall. Und wenn wir das vergleichen mit dem Bildmaterial, was Sie haben, dann müssen wir doch eigentlich den Täter finden. Mhm. Dürfen wir mal einen Blick auf die Bänder werfen? Ja klar, kommen Sie bitte mit. Jetzt wird es spannend, denn wer den erneuten Shitstorm losgetreten hat, könnte auch der Initiator der Rufmordkampagne sein. Zu Florestan Güldings Überraschung ist auf den Überwachungsbändern einer der Hausbesetzer zu sehen. Ach, den kenne ich doch, das ist doch der Ulf. Ja. Das ist schon relativ unglaublich, dass der das nochmal macht. Also, ja, die Zeit stimmt auch. Sie haben uns auf jeden Fall sehr geholfen. Vielen lieben Dank. Ja? Super. Gerne. Dankeschön. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.
Also wir haben es hier mit einem Wiederholungstäter zu tun. Dieser Ulf, also dieser Hausbesetzer, der war ja schon dafür verantwortlich, dass dieses Handyvideo online gestellt worden ist. Und das hat ja auch diesen Shitstorm ausgelöst. Und jetzt hat er also wieder zugeschlagen. Also für so beratungsresistent hätte ich den gar nicht gehalten. Aber weil ich weiß, wo der ist, dann werde ich erstmal hinfahren und mir den mal vorknöpfen. Floristan Gödings will den Fall schnellstens aufklären, damit sein Mandant sein Leben wiederbekommt. Angesichts des Überwachungsvideos liegt der Verdacht nahe, dass Hausbesetzer Ulf Herre hinter der Rufmordkampagne steckt. Fragt sich nur, welches Motiv er hat. Ah, Herr Herre, das ist sehr, sehr gut. Zu Ihnen wollte ich nämlich. Ja, sorry, ich habe jetzt echt keine Zeit. Ja, dann nehmen Sie sich doch die Zeit, ist ja wichtig. Was wollen Sie denn noch von mir? Das Netz ist tot, das Video ist draußen und Sie haben doch alles, was Sie wollen. Ja, Moment, die Inhalte sind wieder aufgetaucht und woanders eben. Ich glaube, Sie merken das nicht. Und? Was habe ich jetzt damit zu tun? Also ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ja, Sie haben die Inhalte wieder eingestellt, Herr Herre. Und zwar in einem Internetcafé. Ja, das ist natürlich ziemlich dumm von Ihnen gewesen. Sie als Technikfreund hätten es eigentlich besser wissen müssen. Ich meine, die Polizei findet natürlich die IP-Adresse raus, ist doch gar keine Sache. Und die führt zu einem Internetcafé. Und in diesem Internetcafé, da gibt es eine Überwachungskamera. Und die hat sie gefilmt. Und damit sind Sie dran. Scheiße, ey. Herr Herre, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Mann, ich wurde erpresst, Mann. Was ist das jetzt wieder für eine Nummer? Von Ihren Freunden oder wie? Quatsch. Nee, Mann, vor ein paar Tagen war ein Bulle bei mir und hat gesagt, er hat sich schlau gemacht über meine Strafakte. Weiter? Ja, er weiß Bescheid über meine kleineren Drogendelikte und Diebstähle. Er hat gesagt, wenn ich missbaue, dann kriegt er mich irgendwie dran, dann fahre ich ein. Er hat gesagt, wenn ich nicht weiterhin diesen Andreas da schieße oder so, dann macht er mich fertig. Sagen Sie mal, dieser Polizist, wie ist der zufällig Rudi Goller? Ja. Ja, wieso? Woher wissen Sie das? So, ich sage Ihnen jetzt mal was. Ich biete Ihnen jetzt an, dass Sie mit mir kommen, dass Sie mich begleiten. Nee. Nee, warum? Wenn Sie jetzt mitkommen, kann ich dafür sorgen, dass das begünstigend wirkt. Wenn Sie nicht mitkommen, dann kommt die Polizei und nimmt Sie mit. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Mitkommen. Muss das sein? Ja. Kommen Sie mit, ist echt besser für Sie. Oh, fuck, ey. Mein Auto steht gleich hier. Jetzt habe ich endlich das fehlende Verbindungsstück zu dem Herrn Lörr. Also der setzt ja wirklich alles daran, meinen Mandanten kaputt zu machen. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt holen wir erstmal den Herrn Friedrichs ab und dann fahren wir zur Polizei. Rechtsanwalt Floristan Gödings will den Namen seines Mandanten reinwaschen und hat nun ausreichend Beweise in der Hand, um zum Schlag gegen Andreas Polizeikollegen Rüdiger Lörr auszuholen. Eine Dreiviertelstunde später ist es soweit. Du kannst die Jacke gleich wieder ausziehen. Andreas, für dich ist jetzt Schicht im Schacht, mein Freund. Oh. Tja, oh Herr Lörr, ja, so schnell fliegt Ihr kleines Netzwerk hier auf. Was bist du eigentlich für ein Kollegenschwein? Warum machst du das? Halt mal die Luft an, du Lappen! Sonst was? Ah, ja, nee, Moment, hier, ja, auseinander. Was ist denn hier los? Tja. Wollt mich mal jemand aufklären? Das mache ich gerne, Herr Holter. So. Ihr Mitarbeiter, der Herr Lörr, hat hier den Herrn Herre massiv unter Druck gesetzt, obwohl besser gesagt erpresst. Und zwar damit, dass er den Herrn Friedrichs im Internet mal so richtig rundlaufen lassen soll. Verleumdung wäre dann das Stichwort. Jürgen, stimmt das? Chef. Warte mal. Jetzt wird's offiziell. Also jedes Wort, was du jetzt sagst, an dem werde ich dich festnageln. Chef, die werden ja wohl nicht so einem asozialen Steinewerfer da jetzt glauben. Komm mal runter, du Hobbybulle. Vorsicht, mein Freund. Los mit dir, Alter. Moment, ganz ruhig, das können wir erklären. Ich hatte ein sehr anregendes Gespräch mit dem Herrn Herre auf dem Weg hierher ins Polizeipräsidium. Und da gibt's wohl die eine oder andere SMS, die wohl ganz interessant ist und auch die Zusammenarbeit ganz gut belegt. Also, können wir uns auch gleich anschauen, Herr Lörr. Oder aber Sie nutzen die Gelegenheit und machen das jetzt mal ein bisschen proaktiv selbst. Jürgen, jetzt mach den Mund auf. Ja, scheiß drauf. Habt ihr eben angestiftet, irgendwie gegen Andreas einen Shitstorm auf die Beine zu stellen und hab mich dem eben angeschlossen. Ey, Rüdiger, warum machst du das? Was hab ich dir getan? Hör zu, du bist 5 Jahre jünger als ich. Wollte einfach mal deine Beförderung verhindern. Bin der Meinung, dir steht das noch gar nicht zu. Du hättest mal einen Dämpfer gebrauchen können. Du, pass mal auf, den Dämpfer, den bekommst du jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass auch die ganze Geschichte, dass Andreas sich da so ein Hausbesetzer vorknöpfen wollte, auch erstunken und erlogen ist. Angesichts dieser Tatsachen würde ich doch meinen dürfen, dass Herr Friedrichs wieder den Dienst antreten darf. Denn eins ist doch klar, der Herr Lörr, der hat ja ausschließlich aus Neid und völlig zu Unrecht meinen Mandanten belastet. Natürlich gibt es noch das Disziplinarverfahren, aber den Dienst sollte schon wieder antreten.
Andreas, auf jeden Fall. Sag mal, bei der Sachlage, da machst du sofort, ab sofort wieder Innendienst. Okay. Keine Frage. Ne? Ja, und du, Rüdiger, du musst noch mit Konsequenzen rechnen. Ja, ich meine, so einfach geht das nicht vom Tisch. Komm mal mit. Ja, so sieht das aus. Ne? Was war das denn jetzt? Tja, Herr Friedrich, wenn Sie mich fragen, ich glaube, der fühlt sich hier nicht so wohl. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir brauchen den noch. Ich meine, die Intrige, die ist aufgeklärt, aber sie sind noch nicht rehabilitiert. Ja. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Alles klar. Es ist verständlich, dass mein Mandant jetzt seelisch durchhängt. Die ungerechtfertigten Vorwürfe und auch das Disziplinarverfahren, das setzt ihn massiv zu. Aber wir brauchen eben das letzte Puzzlestück, um ihn wirklich vollständig zu entlasten. Floristan Gödings braucht entweder einen Augenzeugen oder einen Videobeweis, dass sich sein Mandant bei der Verhaftung von Demonstrant Dennis Kupke vorschriftsmäßig verhalten hat. Während der Anwalt alles daran setzt, um Andreas' guten Ruf wiederherzustellen, macht sich der Familienvater und Alleinverdiener weiterhin große Sorgen um die Zukunft. Was ist los mit dir, Schatz? Du siehst so nachdenklich aus. Ja, das bin ich auch. Ich komme leider aus dem Grübeln nicht mehr raus. Aber ich dachte, du freust dich, auf morgen wieder arbeiten zu gehen. Ja, es ist so viel passiert. Mein eigener Kollege zieht mich in den Dreck und die waren einfach nicht fair zu mir. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Aber du liebst doch deinen Job. Innendienst. Innendienst ist nicht mein Job. Mein Job ist es, auf der Straße zu sein. Ja, auch da wirst du wieder hinkommen. Aber wann? Es hat sich nichts geändert. Für die Öffentlichkeit bin ich immer noch der brutale Schläger. Gib mich doch mal in die Suchmaschine ein. Und was sagst du, was wir jetzt tun sollen? Tja, so wie es aussieht, kennen nur die Hausbesetzer und ich die ganze Wahrheit. Und für die bin ich eh nur der böse Bulle. Die werden mir nicht helfen. Schatz, hab doch ein bisschen Vertrauen in deinen Anwalt. Schau, er hat es bisher geschafft, die Hausbesetzer zu überführen und deinen Kollegen auffliegen zu lassen. Der schafft das doch locker, deinen Ruf wiederherzustellen. Hoffentlich. Das ist nämlich der einzige Weg, dass ich überhaupt noch weitermachen kann. Wir machen das schon. Die Wahrheit käme nur ans Licht, wenn es ein komplettes Video von dem Vorfall geben würde. Das wäre die Chance, mich zu entlasten. Aber wer sagt, dass es dieses Video überhaupt gibt und wo bekomme ich es überhaupt her? In Berlin kämpft Rechtsanwalt Floristan Gödings für Polizist Andreas Friedrichs. Der Ordnungshüter soll einen Demonstranten bei dessen Verhaftung unverhältnismäßig hart angegangen sein und steht nun vor einem Disziplinarverfahren. Floristan Gödings will den guten Ruf seines Mandanten wiederherstellen und hofft, dass es entlastendes Videomaterial gibt. Schon wieder hier. Habt ihr kein Zuhause? Doch, stellen Sie sich vor, auch wir haben ein Zuhause. Aber wir dachten, wir kommen mal kurz und schauen euch zu bei eurem, was ist das hier, ein Sit-in oder? Selbst wenn, ich glaube kaum, dass wir euch beide eingeladen haben. Och, das nehme ich jetzt mal nicht persönlich. Aber ich will mit euch eigentlich auch gar nicht reden. Ich würde ganz gerne mit dem Herrn Herr reden. Wo ist denn der? Ulf ist nicht da. Ulf hat Urlaub. Ich glaube, der war ziemlich genervt von euch. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war ein guter Charisma. Gut, lassen wir es sein an der Stelle. Es geht ein bisschen ernster zur Sache. Mein Mandant, der hat jetzt einfach genug einstecken müssen. Das reicht an der Stelle, okay? Können wir uns darauf verständigen? Ich meine, ist alles aus dem Internet raus. Mehr können wir nicht machen. Ja, also ich hätte ganz gerne das Video in Originallänge. Wer sagt denn, dass es ein Video gibt? So. Jetzt guckt euch mal meinen Mandanten an. Der ist ja wirklich fertig. Ihr habt tatsächlich Hallo. Fertig gebracht, seine Existenz zu ruinieren. Ja? Der ist Familienvater und hat nur seinen Job gemacht. Ja, Augen auf bei der Russa, würde ich sagen. Ey, was bist du denn für ein Penner? Weder für noch gegen euch, okay? Ey, Alter. Okay, lass mal gut sein. Ich sag's nochmal andersrum. Wenn ihr tatsächlich Materialien habt, die meinen Mandanten entlasten würden, und ihr haltet die zurück, dann ist das Strafvereitelung, ja? Kann auch nichts bewiesen werden. Hey, wir können euch nicht helfen. So, wenn ihr euch für eine gute Sache einsetzen würdet, dann fände ich das super. Was ihr hier macht, ihr macht hier systematisch jemanden kaputt. Das ist nicht witzig. Da werde ich so lange weitermachen, bis ich seine Unschuld bewiesen habe. Und außerdem werden wir euch die Polizei auf den Hals setzen. Polizei! Ja, zum Wohl, ja, auf die Polizei! Polizei! Tatütata! Beim Kollegen verstehen die keinen Spaß, das könnt ihr uns glauben. Tschüss! Ciao, schönen tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss, Jikowski. Also das bringt ja wirklich gar nichts, an den Anstand dieser Menschen zu appellieren. Ich meine, die streiten das noch nicht mal ab, dass sie hier irgendwas mit der Sache zu tun haben. Und genau deswegen werde ich nicht locker lassen, bevor die Unschuld meines Mandanten bewiesen ist. Ich kapiere das alles nicht. Was nützt denen das? Was sind das für Leute? Ich meine, meine Familie und ich am Boden zu sehen. Also
Ich verstehe schon lange nicht deren Motiv. Es scheint wohl, dass sie völlig zufrieden damit sind, dass die Polizei als solches Feindmotiv ist. Keine Ahnung. Kann sein. Was ist das hier eigentlich? Hier, gucken Sie mal. Fassen Sie das erstmal nicht an. Wer weiß, was das ist. Ach, naja, so militant werden die wohl nicht sein. Was ist das? Das ist die Festplatte. Da ist der komplette Film drauf. Okay, vielen Dank. Ja, aber die habt ihr wirklich nicht von mir. Alles klar, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, ich sag mal so, da ist doch die Lösung zu unserem Problem drauf. Ich würde sagen, es gibt doch noch gute Menschen, oder? Lass uns jetzt fahren. Zusammen mit seinem Mandanten macht sich Florestan Gödings umgehend auf den Weg zur Wache. Offenbar kann die Festplatte Andreas entlasten. Daher sollte der Vorgesetzte des Polizisten bei der Sichtung des Materials dabei sein. Ja, kommt rein. Hallo Jürgen. Andreas, grüß dich. Schließ das mal bitte an den PC an. Der Arnold auch mit dabei? Ja, Alter. Was habt ihr denn da mitgebracht? Ja, das relevante Material, was hoffentlich unsere Mandanten entlasten wird. Ich kann es nur hoffen. Ja, da bin ich ja gespannt, was uns da erwartet. Das ist es. Sehr gut, das sieht man die Provokation. Siehst du, wie er mich angegriffen hat? Tja. Ja, also da hat der Friedrichs von Anfang an die Wahrheit gesagt. Der Fall ist ja wohl jetzt völlig klar. Wie sind Sie denn da rangekommen? Ja, wir sind den Hausbesetzer nochmal aufs Dach gestiegen und haben mit denen nochmal richtig geredet. Hat erstmal nichts gebracht, aber dann hat sich eine Hausbesetzerin erweichen lassen und hat uns eben diese Festplatte zugespielt. Mensch, Andreas, da freue ich mich aber, dass die ganze Sache jetzt endgültig aufgeklärt ist. Ich muss jetzt auch erstmal durchatmen. Ich bin froh, dass dieser ganze Albtraum vorbei ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und also, es tut mir auch leid, was du da alles über dich ergehen lassen musstest. Auch die ganze Sache mit dem Disziplinarverfahren. Aber ich hoffe, du verstehst, dass ich gar nicht anders handeln konnte. Ich weiß, dass du ein guter Polizist bist. Ist okay, Jürgen. Ich weiß ja, wie sowas läuft. Ich bin erstmal froh, dass dieser ganze Albtraum zu Ende ist. Ja, ich auch. Und ich hoffe, ich kann in Zukunft wieder auf dich zählen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal Urlaub machen. Und meine Frau muss sich von dem Schrecken erholen. Okay, verstehe ich. Und weißt du was? Der Urlaub, der ist genehmigt. Gut, Herr Otto. Ich begleite Sie nach raus. Ja, Herr Friedrichs, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Grüßen Sie Ihre Frau von mir. Ja. Vielen Dank für Ihre Mühen, ja. Sie haben mir wirklich geholfen. Sehr gerne, und wenn was ist, dann rufen Sie mich an. Alles klar, jederzeit, danke. Tschüss. Mir ist jetzt nicht nach Freudensprüngen zumute. Dazu bin ich noch viel zu durcheinander. Aber ich bin ohne Ende glücklich. Und ich hoffe, dass jetzt alles gut wird. 3 Wochen und einen ausgedehnten Familienurlaub später ist Florestan Gödings Mandant zurück im Dienst. Und damit nicht genug. Nachdem die Rufmordkampagne ausgestanden ist, geht es für Andreas Friedrichs beruflich sogar noch aufwärts. Der Familienvater wurde zum Polizeihauptmeister befördert. Heute möchte er darauf anstoßen. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du ja noch so klein. Du bist ja schon eine richtig kleine Dame geworden. Grüß dich. Hallo, meine Maus. Na, bist du stolz auf deinen Papa? Ja. Ja, sieht gut aus mit den 4 Sternen, wa? Während der frisch gebackene Polizeihauptmeister allen Grund zur Freude hat, wurde Demonstrant Dennis Kupke wegen versuchter Körperverletzung zu 1.200 € Geldstrafe verurteilt. Auf die restlichen Hausbesetzer wartet zudem ein Prozess wegen Verleumdung.